Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt und dieses Mal mit einem Fahrzeug, das mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, nämlich mit meiner Puch X30. Das ist ja jetzt auch so ein Fahrzeug, das hier auf dem Kanal noch nie so wirklich aufgetaucht ist. Und dazu jetzt gleich mal vorweg ein paar Eckdaten. Das ist eine Puch X30 NL2-Gang von 1976, die ja seit 2005 bei mir ist. Und dieses Fahrzeug, das ist für mich das Besondere, war der erste Oldtimer, den ich selber für mich persönlich ja wieder zum Laufen gebracht habe. Da vielleicht mal eine kleine Vorgeschichte dazu. Ein lieber Freund, lieber Bekannter von mir, hat im Winter 2004 auf 2005 ein Grundstück gekauft in der Kreisstadt in der Nähe von Regensburg. Und zu diesem Grundstück, also das ist ein Grundstück mit einem Abbruchhaus drauf gewesen, was die dann genutzt haben, um sich da ihr Traumhäuschen hinzustellen. Und auf diesem Grundstück, da gab es quasi diese X30 hier mit dazu. Die stand tatsächlich im Garten in einer Hecke eingewachsen. Sah auch entsprechend aus. Also ich meine, wirklich schön ist die bis heute nicht, weil die ist im Grunde unrestauriert. Man sieht, da ist hier ein schöner, verwitterter alter Aufkleber drauf. Und hier sehe ich gerade, ist eine Schraube republikflüchtig. Aber die hatte zum Beispiel keinen Tank, wie ich sie gekriegt habe. Der Tank ist ein gebrauchter Tank, den ich dann mal irgendwo aufgetrieben habe. Da war keine Sitzbank drauf. Die war völlig verwüstet und verwahrlost. Und vor allen Dingen das Problem war, der Motor war kaputt. Gut. Das hatte den unüberwindlichen Vorteil, dieses Fahrzeug hat mich nichts gekostet, weil dieser Bekannte von mir hat einfach so nach dem Motto, ja, du kannst doch alles brauchen, bevor es auf den Schrott fliegt, nimm mit. Und nun gut, ich hatte damals noch keine eigene Werkstatt in dem Sinne wie heute, sondern habe im Keller von einem Wohnhaus von mir geschraubt und nun tatsächlich in diesem Keller ist die dann über einen Zeitraum von ungefähr eineinhalb Jahren zu dem geworden, was sie heute ist. Ich verdanke diesem Fahrzeug auch die Bekanntschaft vom Herrn Liedl, denn damals, ja wie gesagt, ich wusste damals vieles, was ich heute weiß, noch nicht und tatsächlich ist es mir damals auch nicht gelungen, den Motor in Gang zu kriegen. Das ist bis heute der Motor, den der Herr Liedl damals überholt hat. Mit Ausnahme vom Zylinder. Die hat dann irgendwann einmal diesen neuen Zylinder gekriegt, weil der andere halt einfach verschlissen war. Ist okay. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dieses Fahrzeug ist nahezu 50 Jahre alt mittlerweile. Da treten solche Sachen auf und genau darum geht es jetzt eigentlich auch. Denn was jetzt das, ich sage jetzt mal, Hauptproblem ist, was neben der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass keine Oldtimer-Treffen waren, der Hauptgrund war, warum ich die letztes Jahr nicht gefahren bin, ist der Auspuff. Denn der Auspuff ist total morsch und da ist das Problem. Der sieht das von außen noch relativ ordentlich aus, aber der hat ja hier innen drin so eine Gewindestange. Seht, da habe ich ja schon mal mit Muttern gebastelt. Und diese Gewindestange, die hält ja den Schalldämpfereinsatz fest. Und das Gewinde auf dieser Gewindestange ist bei dem schlecht. Deswegen auch diese komische Mutternkonstruktion hier. Und das führt dazu, dass es den Schalldämpfer regelmäßig rausschießt. Und insgesamt ist der Auspuff auch sehr laut geworden, denn der wurde damals 2005 hier vorne, hatten der Herr Liedl für mich damals ein bisschen nachgeschweißt, weil der total Rotte war und damals einfach kein anderer Originaler aufzutreiben war. Und dann ist, das wird mittlerweile wieder undicht und ja, der ist einfach fertig, der hat's hinter sich. Man muss da dazu auch vielleicht nachschießen, dieses Fahrzeug ist kein Mofa, das ist ein Moped. Und das ist auch, die sich gut auskennen bei Puch, sehen, das ist der falsche Auspuff, weil das ist ein Mofa-Auspuff mit einem dünnen Krümmer. Das ist also auch nicht ideal. Aber gut, mittlerweile ist es mir gelungen, einen gebrauchten Original-Puch-Moped-Auspuff aufzutreiben, was in Deutschland nicht so einfach ist. Ich habe deswegen dann den Auspuff auch tatsächlich aus Österreich besorgt. Aber gut, unter anderem, ja gut, wie gesagt, die ist letztes Jahr gestanden. Was ich jetzt gerne machen würde, ist den Auspuff tauschen und dann allgemein mal so ein bisschen über das Fahrzeug drüber gucken, eigentlich eine Inspektion machen, dass ihr die auch mal gesehen habt. Das wird jetzt auch jetzt kein Video, das jetzt irgendwie mega ergiebig, mega toll wird, sondern ja, eigentlich einfach mal nur ein Video, wo wir uns ein hübsches altes Moped angucken. Und was wir auch machen, ist die Stoßdämpfer tauschen, weil hier sind die Silentgummis einfach, ja, am sich desintegrieren. Das sind auch irgendwelche billigen Nachbaufederbeine, die für diesem Fahrzeug eigentlich unwürdig sind und die jetzt deswegen auch zugunsten von Originalteilen rausfliegen. Dann haben wir die Seitenverkleidungen runter, was übrigens die Originale sind, was Puchkenner dann zu schätzen wissen, weil die sind so gut wie nicht zu kriegen. Jetzt können wir mal so Sachen kontrollieren, wie hier die Treibstoffleitung, aber die, zum Beispiel die ist noch völlig in Ordnung. Da sind auch keine Brocken oder irgendwas drin. Also muss dazu sagen, ich bin das Mofa vor 2 Tagen mal ein Stück gefahren. Und ja, da sieht man es, da ist kein Dreck rausgekommen, das passt. Also wir können auch den Vergaser in Ruhe lassen, weil die läuft gut. Das ist, muss man jetzt auch nicht unbedingt machen, dass man den alten Dichtungen das antut. Dass der Vergaser außen ein bisschen schmierig ist, das liegt daran, die hat ja keinen, also die hat schon einen Choke in dem Sinne. Hier ein automatischer Choke. Wenn man das Gas gibt, wird er zurückgenommen. Aber die hat auch einen Vergasertupfer. Wenn wir mal demonstrieren hier, um den Vergaser zu fluten, muss man hier auf den Knopf drücken.
Irgendwann sprudelt dann hier oben das Benzin raus, dann ist der Vergaser wirklich voll, springt sie leichter an. Und deswegen sind die Vergaser natürlich außen immer ein bisschen schmierig, was auch der Grund ist, warum ich die Benutzung von dem Tupfer eigentlich möglichst vermeide. Weil es ist einfach eine Sauerei, das muss nicht unbedingt sein. Und jetzt, wo die Verkleidung weg ist, kann man das mal dann ordentlich sauber machen. Generell ist das Fahrzeug durch die Standzeit von einem Jahr ziemlich dreckig. Das ist einfach, ja, die Schraube ein bisschen festgegangen. Es ist einfach nicht gut, wenn die stehen, die Dinger. Und deswegen kontrollieren wir jetzt einfach mal alles. Auch den Luftfilter mal aufmachen. Da ist ganz schön Treibstoff in den Luftfilter gelaufen. Aber das ist meine Schuld, weil ich vorhin, oder nicht vorhin, sondern vor zwei Tagen, wie ich es auf den Bock gestellt habe, vergessen habe, den Benzin anzuzumachen. Man sieht, das ist so ein Dauerelement-Luftfilter. Den kann man einfach jetzt nur auswaschen und dann passt das. Dann hier das Benzin mal wegputzen und dann ist das soweit eigentlich auch erledigt. Der Luftfilter ist wieder sauber. Außerdem habe ich jetzt, das haben ja wahrscheinlich die, die sich auskennen, auf den ersten Aufnahmen schon gesehen, die Kette ist wieder ordentlich gespannt, weil die war ja entspannt. Das ist ganz einfach, das habe ich gemacht, weil ich wusste, ich werde das Fahrzeug längere Zeit nicht fahren. Hatte ich die Kettenspannung rausgenommen, einfach damit sich die Kette nicht unnötig lenkt. Und jetzt, sagen wir so, der entscheidende Wartungsteil bei diesen Fahrzeugen ist natürlich letztendlich immer die Zündung, weil wir haben ja hier eine Unterbrecherzündung. Und das ist natürlich immer ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen ein Pflegefall, sowas. Gerade heutzutage, wo die Qualität heute lieferbarer Unterbrecher und Kondensatoren, die ist nicht mehr so besonders. Und da habe ich auch ehrlich gesagt vor, sollte es da noch einmal Schwierigkeiten geben. Also ich habe die Unterbrecherzündung vor, zwei Jahre ungefähr, komplett neu gemacht. Neue Spulen sogar, neue Unterbrecher, neue Kondensatoren und so weiter. Sollte es da noch mal Ärger und Schwierigkeiten geben, dann fliegt das raus. Dann kommt da eine kontaktlose Zündung rein. Weil das ist es einfach nicht wert, dass man sich ärgert. Schauen wir mal, ich hoffe, dass man das jetzt auf der Kamera gescheit sieht. Aber jetzt einfach erstmal so herdrehen, dass man den Unterbrecher gescheit sieht. Und jetzt einfach mal gucken, ob der irgendwie verbrannt ist oder irgendwas. Aber das schaut gut aus. Der ist noch in einem sehr guten Zustand. Ich meine, die Einstellung passt auch, weil ich meine, die verändert sich ja in dem Sinne nicht. Zumal ich mit dem Fahrzeug viel gefahren bin. Kondensator, auch nicht, keine Spuren, dass er ausläuft oder irgendetwas. Es schaut eigentlich soweit alles recht gut aus. Vor allem steht auch kein Öl drin, das heißt, der Simmering sollte auch in Ordnung sein. Aber ich würde sagen, das passt, das kann man so lassen. Das Einzige, was wir jetzt dann da noch machen, ist diesen Schmierfilz mit ein bisschen Fett versorgen, der da drin ist. Das ist aber jetzt definitiv was für ohne Kamera, weil man das auf der Kamera überhaupt nicht sehen würde. Jetzt, wenn wir schon dabei sind, bevor wir jetzt einen Ölwechsel machen, wenn wir jetzt noch den Auspuff mal abmachen. Einfach mal gucken, wie sich die Sache anlässt. Weil das ist so eine Geschichte. Ja. Ist einfach das, was mich letztendlich davon abgehalten hat, mit dem Fahrzeug so viel zu fahren, wie ich es eigentlich gerne täte. Weil auch das jetzt natürlich eher auf die unspektakuläre Seite gehört von der Arbeit. Müssen wir dann mal nur den neuen Auspuff, also neu in Anführungszeichen, für mich neuen Auspuff, den muss man jetzt mal ein bisschen polieren. Einfach der Chrom ist, ich meine, der ist nicht perfekt. Der hat ein paar Rostpickel und alles, das ist alles nicht das Ding, aber das soll halt auch nicht total ranzig aussehen. Und jetzt ist die Gelegenheit, das mal zu machen. Ah, ein bisschen viel Polierpaste erwischt. Aber das macht nichts. Wie gesagt, perfekt ist es nicht, aber es ist ein schöner Patina-Auspuff. Das ist also eigentlich genau das, was zu dem Fahrzeug passt. Und da halt, das ist halt einer der Vorteile des Internetzeitalters, dass man einfach, ja, einfach mal gebrauchte Teile von einem Privatverkäufer aus Österreich kriegen kann. Und von daher passt das doch. Das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, seit ich dieses Fahrzeug habe, dass da der Auspuff dran ist, der korrekterweise an dieses Fahrzeug gehört, nämlich eben die Moped-Version. Bin mal sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Jetzt sagen wir mal einen Probelauf machen.
Kann ich jetzt schon sagen, dass die deutlich leiser ist als mit dem alten Auspuff. Und die Hebebühne scheppert jetzt auch nicht so. Das war jetzt also tatsächlich erfolgreich. Das hat den Effekt, den ich mir erwünscht habe, nämlich dass das Fahrzeug nicht mehr einfach nur noch bestialisch laut ist, was ich vorher war. Das ist gut. Insofern war der Auspuff ein guter Kauf und jetzt müssen wir nur hoffen, dass der Schalldämpfer drin bleibt. Was wir jetzt machen, jetzt wo sie gerade mal einen Moment gelaufen ist, ich meine, mehr als ein paar Minuten sollte man die jetzt nicht unbedingt hier im Stand laufen lassen, da das ja ein fahrtwindgekühlter Motor ist. Das ist jetzt nicht so mega kritisch, aber ich halte es ja nicht besonders klug. Aber jetzt machen wir, jetzt wo sie wenigstens ein bisschen warm geworden ist, machen wir mal einen Ölwechsel. Machen wir mal oben den Einfüllstöpsel raus. Das ist ja hier bei denen tatsächlich nur so, das ist das eine richtige Schraube, ist das nicht. Das ist wirklich mehr so eine Art Stöpsel. Und dann können wir hergehen und unten die Ablassschraube aufmachen. Hier unten drunter Schlüsselweite 13. Na komm schon. Ja, und das ist jetzt natürlich milchig trüb, das Öl, wie zu erwarten, dass sich dadurch die lange Standzeit Kondenswasser eingelagert hat. Das ist einfach so. Lange umeinander stehen ist eben nicht gut. Ja, das sind dann hier so Süppchen, die will man einfach nicht haben. Sieht aus wie schon mal gegessen. Das ist nichts Gescheites. Zur Neubefüllung müssen wir hier die Kontrollschraube rausmachen. Denn wenn hier aus der Kontrollschraube das Öl ausläuft, dann stimmt der Ölstand. Dann ist es genau richtig. Jetzt kommt's. Jetzt stimmt der Ölstand. Die allgemeinen Servicearbeiten haben wir damit eigentlich soweit. Passt jetzt eigentlich alles wieder. Jetzt soll ich noch die Federbeine tauschen. Und wenn ich das gemacht habe, dann müssen wir mal gucken, wie sich das Wetter beruhigt hat. Weil vorhin, wie ich gekommen bin, hat es noch ziemlich stark geregnet. Wenn sich das einigermaßen aufgehört hat, machen wir noch Probefahrt mit dem Ding. Ansonsten warten wir damit, bis es mal wieder schönes Wetter ist. Weil nur weil wir sie jetzt ordentlich repariert haben, heißt das nicht, dass es kein schönes Wettermoped mehr ist. Das soll schon so bleiben, denn zum Alltag und Dreckwetterfahren ist mir diese X30 einfach nicht so wertvoll. Ja, dieses Federbein hier hat es definitiv sowas von hinter sich. Dass das überhaupt noch funktioniert, das ist eigentlich ein kleines Wunder. Gut, auch das ist jetzt dann soweit erledigt. Das heißt, alles was wir jetzt noch machen müssen, jetzt eigentlich die Fahrwerkschrauben ordentlich auf Drehmoment festziehen und die Verkleidung wieder drauf bauen. Dann machen wir wirklich mal eine Probefahrt, wenn das Wetter mitspielt. Das mit der Probefahrt wird heute nichts. Es regnet wie doof draußen und nun gut. Ich bin jetzt bloß einmal hier einmal die Straße rauf und runter, so eine 150 Meter Fahrt. Also letztendlich Feststellung der Fahrbereitschaft. Sie läuft wunderschön. Sie ist vor allen Dingen wieder richtig schön leise, so wie sie es früher mal war. Und nun gut, ich denke, damit ist der Grundstein gelegt, dass man mit dem Ding heute etwas mehr fährt. Und im Zuge dessen, ich glaube, als kleine Entschädigung für die fehlende Probefahrt heute, werden wir dann in absehbarer Zeit, wenn das Wetter mitspielt, mal ein Fahrzeugporträtvideo mit der X30 machen. Und nun gut, bis dahin wünsche ich euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!